Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Versus. Heute kommt der Königsgeist gegen die Banditin. Naja, und ich bin fürs Königsgeist. Ich weiß es nicht, ich bin dafür. Geschwindigkeit ist Königsgeist, komm. Unentschieden. Das war sowas von klar, dass unentschieden wird, aber. Gut, weiter im Punkt. Ist schon mal gut. Fürs Königsgeist ist aber schlecht für die Banditin. Nein, Spaß. Ich finde aber beide Karten sind cool. Ja, ich finde beide geil. Ja, wow, Banditin besiegt den. Ist ja logisch, wenn sie schneller schlägt. Ja, aber viel mehr ist jetzt nicht, aber. Ja, ein Dory-Tick hat Banditin. Ja, okay, Banditin wird gewinnen. Ich habe schlecht gewettet mit dem Königsgeist. Das war so eine schlechte Wettung. Das wäre die Karte neu, es kann sich nicht viel besser. Ich glaube sogar, dass man die schon besser abwehren kann. Danach gucken wir uns den Eisgeist den Feuergeister-Video an, wenn ich uns finden kann. Ich liebe diese Videos, deswegen nehme ich die auch so viele auf, falls ich frage, warum ich so viel mache. Ich liebe die. Ich liebe das anzuschauen. Dann schaue ich es gleich mit euch erstmal an. Nach der Folge gehe ich ganz kurz was essen gehen, ey. Ich verhungere hier oben gleich noch. Ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe, aber die 21. Folge Clash Royale war die erste, die ich gemacht habe. Dann habe ich mit der 62nd Folge angefangen, Clash Royale Folge 22, dann mit dem Versus noch. Ich habe keine Pause gemacht bis dahin. Es ist krass, aber zuzuschauen. Also, ich hoffe, die fügen mal einen Geist in Clash Royale zu, weil es gibt ja den Königsgeist. Die Frage ist, kommt da ein Geist auch? Frick. Ich hab so schlecht mit der Banditin gewettet. Aber viel besser ist die jetzt nicht bis jetzt. 100 gegen. Ja, wow, das. Wenn man es wüsste, wäre es dasselbe da eigentlich oder nicht. Wie ein Riese gegen einen Königsgeist. Das ist dasselbe wie 100 Königsgeister gegen 100 Riesen. Aber. Wenn es eine Karte geben würde, ne? Wo einer eine Sache one-hittet, aber ein Leben hat, ne? Wäre das etwas geil, aber etwas dumm auch.
Und der Gegner kann einfach einen Zap werfen, tot, aber die one-hittet den Tower, wenn es wirklich ankommen sollte. Aber man kann da vorne eine Skelettenarmee oder... Oh nee, das wäre scheiße. Man kann da vorne einen Lava-Hund setzen und hinten so einen Typen. Der one-hittet den Elektromagnet, den Baby-Drache, die Hexe. Und, ja, wegen den Skeletten dann vielleicht nicht, aber... Das wäre geil. Und Tai heißt der eine. Und wie heißt... Ich glaube aber, die Royal Ghosts gewinnen. Ich glaube, die... Alter, wie viele Riesen das waren. Davon erstmal ein Screenshot machen, ey. Nach dem Video. Warte, wie lange geht's? 5 Minuten und gleich 6. Okay. Jede Videos gehen ungefähr 10 Minuten etwas. Oh, schlecht. Ich bin gerade rausgegangen. Aber ist nicht so schlimm. Das sieht man nur meine vorherigen Videos. Royal Ghosts besser. Ja, 3. Oder was sagt ihr? Ich denke schon, dass Geist gewinnt. 1-1. Wenn hier Banditin gewinnt, dann raste ich aus. Hier muss Geist gewinnen, aber sowas von. Okay. Geist hat gewonnen. Das war so nice. Oh, shit. iPad fällt, okay. 10 gegen 10, komm, geil, gib einen Zahn dazu. Oh nein, frempeln alle einen um. Oh Gott, aber ich glaube, Geister gewinnen, ja. Und die zerstört alles noch. Oha. Die sind aber echt stark, wenn man das mal besieht. Also, wenn man von anderen auch. Ja. Wie schnell es geht. Tot, beide. Alle gefallen. Boah. 7 Punkte für ihn. Und sein 8er. Jetzt ist egal. Geist hat gewonnen auf jeden Fall. Ich würde es euch lieber auch empfehlen. Ist eure. Die sterben alle wie Boot, ey. Und 8 und Geist hat gewonnen. Okay, man kann... Der Königsgeist hat gewonnen. Und ich persönlich würde ihn auch lieber nehmen, wenn ich ihn hab. Und... Ja, ist halt jeden seins. Aber ich finde ihn besser. Er hat mehr Leben, Schaden und kann sich durchsichtig machen.
die Banditin kann zwar dashen, aber nee. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr Versus sehen wollt, abonniert mich und liked das Video. Abonniert mich, wenn ich es noch nicht getan habe. Das würde mir helfen. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, drückt auf die Glocke. Ihr könnt außerdem nur drücken, wenn ihr mich abonniert habt. Bis nächstes Mal und ciao.